Hey Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier The Lance TV natürlich mal wieder. Und Sturm Lask kennen wir schon, aber geht schon wieder von vorne los. Dieses Mal in Graz am übermorgigen Sonntag. Und ja, man dürfte eigentlich euphorisiert sein, natürlich nach dem 2:1 Auswärtssieg unserer Blackies vom Mittwoch. Aber man muss vorsichtig sein, also wirklich, ich will die Euphorie da nicht ersticken, aber die letzten zwei Heimspiele, die haben auf jeden Fall ja Grund zur Vorsicht geboten. Gerade die Leistungen unserer Schwarz-Weißen und gegen die Schwarz-Weißen aus Linz, ja, muss man auf jeden Fall eine vernünftige Leistung nicht auf den Platz bringen, sondern eben auch nicht, ja, wie soll ich sagen, nicht zu vorsichtig und auch natürlich nicht zu übermotiviert in das Spiel reingehen. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen anständig erklären können. Also der LASK ist jetzt geschlagen worden in Pasching. Hört sich vielleicht ein bisschen dumm an, aber eben für mich persönlich war das die leichtere Aufgabe auswärts beim LASK. Einfach wegen der Spielanlage, die unsere Blackies ja im Moment spielen. Also dieses Umschalten, dieses Kontern, wenn man so will, und eben gut verteidigen. Das funktioniert auswärts einfach einen Tick einfacher als zu Hause. Zu Hause wird es jetzt eben die interessante Aufgabe sein, dass man den Spagat hinkriegt. Also zwischen offensiver Spielweise und trotzdem defensiv nicht die Ordnung und die Kompaktheit zu verlieren. Beim letzten Aufeinandertreffen in Graz gegen den LASK ist das ja wirklich nach hinten losgegangen, war damals ein 0:3, noch gar nicht so extrem lang her, und da ist es natürlich diesmal wichtig, ja, eben nicht zu defensiv zu stehen, denn man hat den LASK spielen lassen und die haben sich nicht schwer getan und einen sehr, sehr ungefährdeten, lockeren Dreier in Graz eingefahren. Dieses Mal soll natürlich alles anders werden. Man hat schon mal Mut getankt mit dem guten Auswärtsspiel in Pasching beim LASK und natürlich auch mit dem Sieg, aber trotzdem, das wird wieder eine ganz eigene Partie. Es wird wirklich für mich sehr interessant zu beobachten sein, was unsere Jungs da spielerisch auf den Platz bringen diesmal, ob man nicht nur an die Leistung anschließen kann, sondern eben auch, also vom LASK-Spiel auswärts, sondern auch eben zu Hause jetzt mal ein anderes Gesicht zeigt. Also ich hoffe, man ist nicht zu übervorsichtig. Nur hinten reinstellen wäre definitiv der falsche Weg, denn dann ja spielt das dem LASK auf jeden Fall in die Karten. Man muss selber auch giftig sein, auch nach vorne was probieren. Ganz interessant wird natürlich auch personell das Ganze zu beobachten sein. Es gibt den einen oder anderen Wackelkandidaten. Husbeck fällt höchstwahrscheinlich aus. Hinter Kitaischwili und Dominguez steht noch ein Fragezeichen. Also beide wären natürlich wichtig für die Mannschaft. Natürlich auch ersetzbar, aber gerade Dominguez, dem sein Stern geht schon, also sein Stern, der hat ja schon ein gehobenes Fußballalter, aber in Graz, sage ich mal, geht sein Stern schon langsam auf. Also man merkt schon, der findet rein, der hat schon langsam seinen Stammplatz, auch eben durch den Fakt, dass Sandy Lovric nicht mehr in der nächsten Saison in Graz wohl spielen wird, ist eben jetzt Dominguez ist eigentlich ja der Führungsspieler im defensiven Mittelfeld, und ich glaube, ja, wenn er spielen kann, würde er natürlich der Mannschaft auch wieder gut tun. Man hat natürlich Alternativen, man hat einen Lubic, einen Lagner notfalls auch noch, aber natürlich Dominguez, ja, das funktioniert bis jetzt ganz gut, und ich bin da eigentlich guter Dinge, dass man auch ja, die vermeintlichen Ausfälle, wenn es welche geben sollte, kompensieren wird können. Aber eben viel Blabla, und im Grunde liegt die Wahrheit wie immer wieder auf dem Platz. Von dem her, ich glaube auch von der Aufstellung her wird es nichts wahnsinnig Neues geben, wenn man nicht dazu gezwungen ist. Also Roman Melig dürfte so ziemlich derselben Elf vertrauen wie auswärts in Pasching. Gehe ich mal davon aus, mal schauen. Pink, ja, hat auch sein Tor gemacht, hat da Argumente gesammelt, wobei ich mir auch gut vorstellen könnte, dass man trotzdem in puncto Stürmer noch ein bisschen rotiert. Also es gibt einiges an Optionen, aber wichtig wird eben sein, die Spielanlage nicht zu defensiv, natürlich auch nicht zu offensiv eben hinzubiegen. Und ja, dann bin ich gespannt, was man dem LASK zu Hause auch entgegenzusetzen hat, wenn man das Heimspiel auch gewinnen sollte. Ja, dann ist die Euphorie auf jeden Fall wieder da, und dann haben sich alle wieder lieb, wie man das so kennt bei uns in Graz. Und dann ist auch der Kampf um Platz 3 nicht nur eröffnet, sondern dann sind unsere Blackies, wenn die Konkurrenz wieder einigermaßen mitspielt, natürlich vielleicht sogar in der Pole Position. Also, lasst uns überraschen. Ihr schreibt mir natürlich, so wie immer, gerne in die Kommentare, was ihr zum Spiel sagt am Sonntag. Biegen wir die Linzer auch zu Hause oder wird es doch eine ganz andere Partie? Ich bin ja sehr gespannt auf eure Meinungen. Und ich würde sagen, von dem her war es das dann auch schon wieder von mir. Und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal, nach dem Spiel natürlich, hier bei The Lance TV. In diesem Sinne, euer Elias, auf die Schwarzen, Gamer Burschen, weiter so. Und bis dann.
Ciao, ciao.